the winner, die Staatsnummer 1, Number 1, Anastasia Kikaze from Lebanon. Hier in der Veranstaltungshalle in Köflach haben wir jetzt auch ganz netten Besuch von einer tollen Athletin aus Lettland, die Anastasia Kikaze. Du bist ja WFF-Profi. Ja, genau. Schon, genau. Wo hast du diesen Titel oder wo hast du diese Profilizenz geholt? In FIBO im April 2018. Okay. Und wann startest du das erste Mal in dieser Profiklasse? Ich habe das erste Mal im Juni gestartet. Okay. Bei Europameisterschaft in Deutschland auch. Okay. Wie ist dir da gegangen? Super cool. Ich hatte erstes Platz bekommen. Ja, super. Also bist du praktisch Europameisterin auch? Sozusagen, oder? Ja. Und jetzt bist du in Vorbereitung gerade für eine weitere Meisterschaft? Ja. Okay, auch. Wann ist diese? Es ist in 4 Wochen schon. Okay. Und wo? Auch in Deutschland, in Heilbronn. Okay, super. Ich warte darauf. Ja, sehr gut. Ja, und deshalb kannst du auch unsere Damen oder überhaupt die Zuschauer ein bisschen erklären, wie schaut bei dir diese Ernährung aus, wie trainierst du, wie oft trainierst du in der Woche? Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Ja, also bei mir ist Sport so ein Hobby, das ist nicht mein ganzes Leben. Also ich kann ohne Sport auch für eine Woche leben. Vielleicht, es gibt 4 Trainings pro Woche und mein Tagesmenü ist ganz normal, wie bei allen Menschen. Okay. Also ich meine, ich esse keine Pizza jeden Tag natürlich, aber ich esse alles, Fleisch, Pasta, Reis, Eis, Schokolade. Oh, Wahnsinn. Es ist ganz okay. Okay, jetzt heute in der Vorbereitung auch? Ja, klar. Wirklich, okay. Naja, ich habe jetzt deine Figur gesehen, du kannst es dir leisten, weil du bist wirklich toll in Form, das sieht man auch so. Andere Frage ist, du kommst ja eigentlich aus Lettland. Ja. Genau. Wie kommst du nach Österreich? Also, oder warum kommst du nach Österreich? Ich bin hier gekommen, um zu studieren. Okay, was studierst du? Ich studiere Biotechnologie. Okay. Klingelt ein bisschen so schwierig, aber es ist nicht so kompliziert. Okay. Aber du sprichst sehr gut Deutsch. Wie kommt Danke. Das? Wie kommt das? Hast du schon, warst du früher schon länger in Österreich oder hast du Deutsch studiert? Ich habe sehr viele Lieder von Rammstein gehört. Und ja, ich habe es einfach in Lettland gelernt. Aber wirklich sehr, sehr gute Aussprache. Danke. Schade, dass genau an diesem Termin, wo die Meisterschaft von uns hier ist, auch diese in Deutschland ist, sonst würden wir dich sehr, sehr gerne bei uns auf der Bühne sehen. Ja, das ist sehr schade. Ja. Aber uns freut, dass du heute hier bist, uns besuchst, uns einmal kennenlernen wolltest, auch den NAPA-Präsidenten Markus Schlager. Und mich freut auch, dass wir ein bisschen sprechen können mit dir. Und die andere Frage ist, was sind deine nächsten Pläne nach dieser Meisterschaft? Machst du nochmal eine Pause oder startest du nächstes Jahr wieder? Es hängt sehr von meinem Studio okay. ab, natürlich. Aber in meinen Plänen habe ich Meisterschaft im Frühjahr in Österreich, okay. dann Meisterschaft sehr gut. im Mai in Lettland und vielleicht im Juni, es gibt Europameisterschaften und so. Ja. Aber für Winter noch nicht. Naja. Ruhe, Entspannung. Ja, man muss mal auch mal machen. Gell? Ja, Skifahren. Ja, super, sehr gut. Und du kommst ja eigentlich, bist heute extra von Wien hierher gefahren. Ja. Nur um uns zu treffen, das freut uns natürlich. Sehr, sehr, sehr viel, dass du das, diese, eigentlich ist eigentlich auch eine lange Reise, bist du mit Zug gekommen, oder mit Auto? Ja, aber Köflach ist ganz schön. Ja, Österreich ist auch ganz schön. Ja, viel Natur und ja, es war nur ein Vorteil, hier zu kommen. Ja, super, freue mich. Kein Stress. Ja. Auf alle Fälle wünsche
dir, Anastasia, für diese Meisterschaft alles Gute. Hoffentlich gibt es wieder erste Platz, aber bin ich fast sicher. Hoffentlich. Ja, und bitte bleib uns weiterhin treu bei der NAPA und auch bei der WFF. Und ich freue mich, wenn wir dich im Frühjahr dann auf der Bühne sehen in Österreich. Ja, ich freue mich auch sehr darauf, dass ich bei NAPA starte. Super, alles klar. Dann danke ich für das Gespräch. Ja, danke dir auch. Bitte.